Hallo Leute, da bin ich wieder. Es ist Wochenende, das heißt, es geht weiter mit The Path. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, weil ich glaube, The Path ist falsch und es nennt sich The Path. Wir laufen mit Ruby wieder voran. Ich habe gerade nochmal gecheckt, ob sie alles vom letzten Mal noch hat und ich glaube, sie hat alles. Und weil ich so lustig bin, laufe ich jetzt mal nach rechts in den Wald und bin gespannt, was wir denn dann noch mit ihr hier so finden. Ich muss mich erstmal wieder voll hier an diesen Tastatursteuerungsgedönskram gewöhnen. Aber okay. Da war jetzt wieder so eine Tatze. Ich frage mich ja immer noch, ob wenn die Tatze erscheint, wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe. Ach, da ist das Mädchen wieder. Hallo, kleines Mädchen. Ja, es wird wieder lustig hier im Wald. Sie zeigt ja immer so ein bisschen den Weg. Dann soll sie doch mal voranschreiten. Geh mal hinterher. Ja, ich bin ja schon... Ach, was soll's. Pfeif auf das Mädchen. Wir laufen mal einfach selber, wie wir wollen und nicht... Waren wir jetzt hier schon an dem Ding? Nee, waren wir nicht. Ha, wir haben wieder was gefunden. Irgend so eine Dose. Hebst du die auch auf? Ja, sie hebt sie auf. Ach, da bin ich ja jetzt gespannt, was wieder lustig... Hat sie die jetzt wieder hingelegt? Hebst du wohl die Dose auf, kleine Ruby? Ach, das ist eine Spraydose. Hier geht sie aber richtig ab, oder? Ich meine mal so eben... Oh Gott. Komm ich schon an mein Mikrofon. Hier mal eben so an das, die Wand da dran hauen. Farbe tropft wie Tränen. Schwerkraft zieht alles nach unten. Das ist ganz normal. Ja, die kleine Ruby belehrt uns, so wie des Öfteren. Und das war's jetzt schon wieder, oder? Jetzt betrachtet sie ihr Werk erstmal. Macht sie da noch was ran? Jetzt hat sie die Dose einfach nur in der Hand, oder wie? Macht sie denn da die ganze Zeit? Hebt sie sie wieder auf? Ja. Okay, ich habe jetzt mal Enter gedrückt und dann geh mal weg hier. Ist komisch hier. Wo war denn das hier mit unserem Inventar? War das auf R? War das auf I? Oder wo war denn das hier? Oder Q? Dann mache ich mal so. Korb. Hat sie da jetzt die Spraydose mit bei? Ist das die Dose? Oder ist das was anderes? Farbe tropft. Ja, dann haben wir also was Neues wieder gefunden. Das ist ja super. Wir wollen weitermachen. Ja, deswegen muss das Spiel jetzt nicht hier völlig abkacken. Lauf mal weiter. Ja, das ist wunderbar. Komm, lauf weg da von dem der Wand, dem Bus oder was auch immer das war. Der Buswand. Eine Tatze. Ich habe wieder eine Tatze gesehen. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Das ist doch merkwürdig. Wir können natürlich auch noch die anderen Mädels ausprobieren. An diesem Wochenende. So ist nicht. Ihr hattet ja auch die Wahl, oder habt sie immer noch, mir zu sagen, welches Mädchen ihr als nächstes haben wollt. Da klopft ihr Herz schon wieder, weil ich so viel mit ihr laufe. Mein Gott, aber so viel ist es doch nun auch nicht. Mal ein bisschen Ausdauer hier, Mädchen. Tatzen. Und wir sind auch immer... Kann sie nicht einfach mal zurückgehen hier? So. Hier waren jetzt die Tatzen. Dann sind wir auch auf so einer Kreuzung sozusagen. Vielleicht ist das immer, wenn sie auf dem Hauptweg ist oder so, dass dann die Tatze eher kommt. I don't know. Das Spiel ist sowieso von vorne bis hinten merkwürdig für mich bis jetzt noch. Ja. Was soll ich dazu sagen? Wenn wir einfach mal zum Licht hingehen, dann kommen wir bestimmt wieder an dieses komische Seeding und
Das fand sie ganz toll, wo das Wetter so schlecht ist und so, oder kommen wir dann woanders mal hin? Ich möchte ja schon ein bisschen auch. Ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder bei dem Ding. Aber da hinten leuchtet wieder so ein Teil. Das ist, was ich tolles Wetter nenne. Ja, ja, wenn es stürmt und regnet und so. Wir gehen einfach mal ein bisschen geradeaus, weil da hinten glimmert wieder so ein Dingsbums, so ein Sternchen, und das holen wir uns. Und da ich jetzt nur gerade die Tastatur betätigen kann, habe ich meine rechte Hand frei. Das ist toll. Weil sie kann hier einfach nicht laufen. Das ist leider so. Ach ja. Und was hat die Ruby eigentlich mit ihrem Bein? Das wissen wir auch noch nicht. Wir wissen eigentlich noch gar nichts. Wir wissen nicht, was mit dem Wolf ist und so. Sind das eigentlich dann alles Geschwister, die Mädels? So, dass alle der Großmutter was bringen wollen oder wie auch immer. So, das nimmt sie sich jetzt wieder. Das ist super. 17 von 144 hatten wir echt nur 17 geschafft. Das ist ja mega wenig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass uns die Blumen bestimmt auch eigentlich den Weg weisen könnten. Ach, ich habe das Haar schon wieder leicht verdrängt. Aber okay. Die freuen sich hier im Spiel ja immer riesig, wenn wir was finden. Ich weiß immer nicht, wann sie reagiert. Da rennen wir mal hin. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Das sieht gut aus. Ach, da wurde uns wieder kurz der Weg gezeigt. Was haben wir hier? Ein Sofa oder so? Ein Sessel? Erinnert sie sich jetzt wieder an irgendwas? Oder erzählt sie wieder merkwürdige Schauergeschichten? Wir wissen es nicht. Komme mir nicht zu nahe, falls du was von mir willst. Was immer es auch sein mag. Ich hab's wahrscheinlich nicht. Lass mich einfach in Ruhe wahrscheinlich, ja. Oh Gott, was hat sie denn da für Erinnerungen? Wie komisch. So gruselig auch irgendwie. Gut, dann stehen wir wieder auf. Sessel haben wir gefunden. Das war wieder so ein Ding mehr. Ich nenne es jetzt einfach mal Erinnerung. So, noch eine Blume. Ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier 1000 Blumen gefunden haben, aber das ist so strange, das Spiel. Ich glaube, das ist das komischste Spiel, was ich bisher gespielt habe. In meinem Leben. Und auch auf meinem Kanal. So, da hinten ist wieder eine Blume, glaube ich. Und da ist auch, ach, da ist das Klavier. Ich glaube, das hatten wir aber schon, oder? Nicht? Ich meine, wir hatten das Klavier das letzte Mal. Jetzt nimm die Blume schon. Mann. Hier kommt wieder das andere Mädchen. Also es ist eine ihrer Schwestern, wo ich mich immer frage, vielleicht gibt es Objekte, ist mir gerade mal so eingefallen, die, so wie die Badewanne, da waren wir nämlich auch schon mal, die dann nicht für sie sind, für Ruby, aber für die, das Mädchen, was dann gerade angezeigt wird, also eine ihrer Schwestern, sodass jedes Mädchen halt bestimmte Objekte hier im Wald hat und ja, trotzdem finde ich das merkwürdig. Schön wäre es natürlich auch, wenn man die Blumen separat quasi gesammelt kriegt. Ja, nimm sie, enter. Wenn man die Blumen mit allen Mädels sozusagen sammelt. Also, ja. Sodass, wenn ich auch mit einer anderen Schwester spiele, die Anzahl halt trotzdem bleibt. Wisst ihr, was ich meine? Weil 144 ist schon verdammt viel für ein Mädchen. Vielleicht, wenn sich das auf alle verteilen würde, wäre toll. Nur frage ich mich die ganze Zeit, wo soll ich jetzt langrennen? Ich bin irgendwie voll confused hier. Bin ich hier noch nicht gewesen? Das wäre schön. Ah. Ist das nicht hier die Gegend, wo ich eh schon mal hin wollte? Jetzt sagt sie wieder tolles Wetter und so. Oh, das ist so tolles Wetter. Das ist, was ich toll finde. Fehlt nur noch, dass es regnet. Bla, bla, bla.
Da ist wieder ein Sternchen, dann laufe ich da jetzt hin. Lauf doch endlich mal, Mädel. Ich will doch gar nichts über dein Wetter wissen. Da hinten läuft auch die andere. Genau da wollen wir hin. Die führt uns da ja schon hin. Vielleicht, die führt uns bestimmt auf den richtigen Weg. Ich kann mir jetzt gar nicht anders denken. Aber immer wenn man bei ihr ist, dann läuft sie auch nicht los. So einer, folg mir. Nein. Dann bleibt sie da stehen und keine Ahnung. Was haben wir hier? Hat sie ein Handy gefunden? Nein, oh Gott. Ich habe so eine Hand auf einer Brust liegen sehen, als würde jemand sterben oder so. Krank sein. Wenn du mich fragst, nehme ich den Weg der Nadeln. Ach, das soll ein Nadelkissen sein, oder was? Ja, da brauchst du gar nicht an deinen Haaren kringeln. Ich verstehe das hier sowieso nicht. Wenn, dann musst du mir das sagen, was eigentlich hier los ist. So, noch eine Blume. 23, immerhin. Das Spinnennetz, das hatten wir doch auch schon. Ich bin verwirrt. Da, die Tatze wieder. Und eine Blume. Und wieder die Tatze. Soll der Wolf mich doch kriegen, ey. Wissen wir wenigstens mal, was los ist. Grammophon hatten wir auch schon, oder? Hat sie die Blume jetzt? Hat sie die Ente, 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 Ente. Jetzt mach schon. Na also. Man hört auch so ein Rauschen. Ach, es hat gespeichert. Warum hat es denn hier jetzt gespeichert? Es speichert beim Grammophon irgendwie. Wie merkwürdig. Es passiert hier aber auch nichts. Ist vielleicht wieder nicht ihr Objekt? Wolfspfoten. Vielleicht folgt der Wolf uns ja auch und ich bin irgendwie so geschickt, dass ich, weil ich so kreuz und quer hier immer laufe, weil die Tatze kommt jetzt immer viel öfters als vorher, dass ich dem immer so aus dem Weg gehe. Weil ich hier so schön durch die Gegend laufe. Musik ist gerade ganz anders. Oh, hier waren wir doch noch nicht. Moment, da ist ja jemand. Moment, aber erstmal hole ich mir das hier. Was ist das? Ist das wieder was zum Nehmen? Dann nimm es bitte, weil ich will jetzt wissen, was das da ist. Okay, das ist ein Teppich, aber interessiert sie nicht? Was ist das für ein Typ? Oh, eine Sequenz. Hey, das erste Mal nach der Anfangssequenz. Gott, das ist, da ist jemand drinne. In diesem Teppich war jemand eingerollt. Heftig. So viel Anmut im Verfall. Rost ist schöner als Farbe. Obwohl ich bezweifle, dass ich das hohe Alter erreiche. Oh mein Gott, was hat die für komische Visionen und was ist das für ein Mann? Und ich meine, Mann auf dem Spielplatz, hallo? Und dann hat er auch noch da was in seinem Teppich, nicht, dass das eins der Mädchen ist oder so. Hallo, du komischer Kerl, zwielichtige Gestalt. Ich bin ein Mädchen im Wald allein und ich spreche einfach einen fremden Mann auf dem Spielplatz an. Sie geht von alleine gerade, das ist irgendwie komisch. Ja, setz dich doch auf seinen Schoß. Hä, redet sie nicht mit dem oder so? Das, ich meine, ist mir schon klar, dass das hier vielleicht anders läuft als in einem anderen Spiel, aber das ist schon richtig komisch, oder? Sie läuft von alleine, ich habe keine Ahnung. Ist voll merkwürdig. Ja, dann vielleicht ist er ja auch der Wolf. So, Kindersucher, Schänder, Wolfmann, metaphermäßig. Und er verfolgt sie immer. Zwei Köpfe auf
einem Bären. Genau richtig. Meiner Meinung nach. Zwei Köpfe auf einem Bären, hä? Hier die Ente. Sagt ihr dir auch was? Witziges, Interessantes. Der Mann sitzt da ja immer noch, ne? Der kann uns zugucken beim Spielen. Das mögen wir gerne. Was liegt hier? Weiß man nicht. Was ist denn das für ein Spielplatz? Oh Gott, jetzt steht er auch noch auf. Jetzt setzt er sich wieder hin. Können wir schaukeln? Also sie läuft auch nicht mehr. Ich muss hier zu Fuß gehen. Ihr Herz klopft auch irgendwie voll. Boah, ich muss den immer im Blick irgendwie behalten. Ich habe ein bisschen Angst sonst. Hier, die Schaukel, die sagt ihr auch was. Habe ich mir fast gedacht. Schaukel ist so Märchen-Horror-typisch irgendwie. Oh, es ist so anstrengend mit dem Rücken hier die ganze Zeit sitzen. Das war jetzt nicht mein Rücken, was geknackt hat, sondern mein Bein. Und jetzt? Gibt der mir Anschwung, oder? Ist ja auch sonst keiner hier im Wald, der jetzt mal vorbeikommen könnte und ihr helfen könnte. Was ist jetzt? Stehst du auf? Gehst du mal wieder weg, oder? Okay. Mhm. Ja, jetzt brauchst du auch nichts mehr zur Schaukel zu sagen. Das ist cool, so ein Spielplatz, aber es ist alles so lahm und komisch. Ich frage mich auch, ob sie jetzt zu dem Teppich, nachdem wir die Sequenz gesehen haben, was sagt. Aber ich will auch gerade irgendwie nicht mehr zu ihm hingehen. Latsch mal weiter einfach. Ja, ja. Ist ein netter Spielplatz hier. Obwohl, sie könnte natürlich auch da oben noch raufklettern. Oh, jetzt steht er da wieder. Was? Wo geht er denn jetzt hin? Geht er wieder zurück? Ey, das ist doch nicht normal, der Typ. Ach, jetzt geht sie zum Häuschen. Ja, geht zum Häuschen. Ihr müsst immer mitsingen, wenn das kommt. Einfach immer. Passt immer. Ich werd wohl alt. Wird auch Zeit. Gerade eben hast du noch gesagt, du glaubst nicht, dass du alt wirst. Ja, wenn du da alleine mit deinem Minirock hier, deiner Netzstrumpfhose durch den Wald allein rennst, mit zwielichtigen Gestalten auf dem Spielplatz, dann lebst du bestimmt nicht lang. So, jetzt sitzt sie auf der Bank und wir freuen uns. Was soll denn das? Die Bank war irgendwie auch wichtig oder so? Sie ist ja aber gar nicht hochgerannt, wirklich. Also, geh doch mal hier hoch, richtig aufs Häuschen rauf. Ja, heb dich hoch. Ach, das kann sie nicht, wegen ihrem Bein. Ach so. Oh, arme kleine Ruby. Dann schlendern wir weiter durch den Wald. Ist okay. Ich will gar nicht mehr auf das Häuschen. Sie macht das alleine. Kapiere ich nicht. Ich werd wohl alt. Wird auch Zeit. Ja, ich weiß, das hatten wir auch schon. Ruby, wir hatten das alles schon. Jetzt geht sie zur Bank, oder was? Du kannst mal wieder auf mich hören. Ich bin hier die Steuermasterin, nicht du. Oh, ich hasse das, ne? Sie setzt sich gerade alleine auf die Bank. Ich mach nix. Ich verstehe das auch nicht hier. Ich glaube, zur Bank hat sie aber noch nichts gesagt, oder? Mädel, steh auf jetzt. Du machst mich kirre in der Birne. Geh einfach weg da jetzt. Kein Bock mehr. So. Ich habe so eine Art Schnaufen auch gehört jetzt. Da ist so ein Stern. Sind wir der Stern? Okay, der Mann sitzt dann noch. Was mache ich denn jetzt? So. Einfach weggehen? Ja, okay. Lassen wir den Typ da einfach mal sitzen. Wir könnten natürlich uns den Teppich jetzt mal etwas genauer angucken, aber irgendwie
Weiß auch nicht. Hier, hatten wir den schon? Silent Hill lässt grüßen. Okay. Ist das Ira? Wegen ihrem Bein? Okay. Auf Rädern sitzen? Gelähmte Seele. Nirgendwohin zu gehen. Schnell. Ja, das ist scheiße. Aber du hast ein kaputtes Bein. Du könntest ja mit dem jetzt einfach durch die Gegend rollen. Zigaretten nicht zu fassen, dass ich noch nie geraucht habe. Sollte ich eigentlich? Man sagt, das ist das Leben verkürzt. Sie möchte also sterben. Oder was? Tja, ich weiß auch nicht. Wir haben auf jeden Fall wieder ein Objekt mehr gefunden. Das ist ja gut. Was ist das hier für ein Netz? Das ist bestimmt dann wieder... Oh. Macht sie hier wieder was? Da ist das andere Mädchen wieder, was kommt. Hallo, ja. Guck mal, die kann nicht weiter, weil da das Netz ist. Wo bist du denn, Mädel? Komm mal raus. Guck mal, die ist auch ein bisschen Panne, ne? Die rennt da auch gegen das Netz und so. Weiß gar nicht, wo lang. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Wir haben den merkwürdigen Spielplatz entdeckt mit dem Mann. Das ist ja immer noch dahin. Ich laufe jetzt mal zu dem Teppich. Ich will jetzt wissen, ob sie dazu was sagt, nachdem man das ja gesehen hat. Weil vorher war ihr das ja vielleicht auch nicht klar oder so. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Bin ich jetzt schon wieder dran vorbei? Da ist der Spielplatz. Man läuft so schnell vorbei. Oh, jetzt komme ich hier wieder rein in die Gegend. Er steht wieder auf und setzt sich wieder hin. Steht er wieder auf. So viel Anmut im Verfall. Rost ist... Ja, hatten wir schon. Keine Ahnung. Geh mal hin zum Leichenteppich. Sagst du da nichts zu? Das kann doch gar nicht sein. Es ist so ein wichtiges Objekt. Nimm es, sag was dazu. Ach, ich weiß auch nicht. Dann laufen wir hier geradeaus. Weil ich mir vorstellen kann, wir kamen ja von dieser einen Seite. Da ist auch das Mädel. Vielleicht sollen wir dann ja auch hier lang. Irgendwann muss man das mit einem Mädchen ja auch mal geschafft haben, oder? Also es ist ja doch schon recht lang. Ah, nee, hier sind wir noch nicht lang gelaufen. Das ist gut. Auch wenn da wieder die Badewanne ist. Vielleicht bringt die uns ja auch irgendwann wieder zu diesem Pfad zurück. Das hat die ja schon mal gemacht. Wo ich das gar nicht mal so toll finde. Ach, da ist wieder das. Ach Mann. Ich laufe hier doch so ein bisschen wieder im Kreis. Ich würde die Karte mal gerne dauerhaft sehen und nicht nur mal so kurz. Ist schon ein bisschen blöd. Was haben wir denn jetzt alles? Wie ging denn das nochmal mit dem Korb? Da gibt es auch einen Shortcut für, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sachen müssen wir auf jeden Fall noch finden. Eigentlich müssen wir das Ganze doch voll kriegen, oder? Ich habe keine Ahnung. So, wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott, ich check die Karte gerade nicht. Laufen, 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 laufen. Lauf mal ruhig weiter. Ich glaube, jetzt kommen wir wieder wohin, wo ich noch nicht war.
Was passiert, wenn sie voll übertreibt mit dem Laufen? Kippt sie dann um? Nee, da war ich noch nicht. Ich laufe ganz viel geradeaus jetzt. Ganz viel Wolfstatzen. Was ist das da? Auch nicht das Grammophon schon wieder. Das hatte ich doch schon. Ich laufe im Kreis. Scheiße. Müssen wir dem Mädchen wieder folgen. Da ist auch der komische Baum. Ich habe auch schon lange nicht mehr so einen Stern gesehen. Ein Stern. Nein, das lasse ich jetzt. Schrecklich. Warum kommt man auf das Lied immer, wenn man das hört? Mädel, wo bist du? Mädel! Die ist doch immer dazu, dass man sich mal orientieren kann, oder nicht? Ich kapiere das nicht. Echt, das ist so verwirrend. Mit dem Baum, da hatte sie auch damals nichts gesagt, glaube ich. Ja, also ist der Baum wieder für eine ihrer Schwestern oder so. Was denn mit dem Macker auf dem Spielplatz? Da muss es doch irgendwas auch mit auf sich haben, oder? Was ist mit dem Brunnen? Auch der ist nicht für sie anscheinend. Aber wir finden immerhin noch ein Sternchen. Das ist doch schon mal gut. Sonia, Sonina, lalulalulu. Ich glaube, das Auto hatten wir im letzten Part auch, aber in diesem noch nicht. Da war aber auch nichts mit bei. Obwohl, wenn das Bild alleine kommt, das ja immer eigentlich was bedeutet. Vielleicht habe ich es nur noch nicht genauer untersucht, hier auf der Fahrerseite. Oder Kofferraum wäre auch eine Idee. Nee, sie macht sogar was. Ah, das... Okay. Doch, die Faunbilder hatten wir doch auch schon. Maschinen und Freunde. Schalte sie ein, schalte sie ab. Nee, schalte sie aus. Leben und Tod. Gibt es da wirklich einen so großen Unterschied? Ja, ja. Du und deine Gedanken, Ruby. Die muss mal einer verstehen. Sammel die Blume ein. Los jetzt, Ruby. Wir haben keine Zeit hier für deinen Scheiß. Du rennst hier allein durch den Wald. Hat dir wohl keiner beigebracht, was? Haben wir nicht hier das Messer damals gefunden? Ich weiß es nicht. Nee, hier ist auch wieder nichts. Super. Ich finde das so doof mit dem Mann jetzt auf dem Spielplatz, weil ich nicht weiß, hätte ich da jetzt bleiben sollen oder... Oder nicht? Oder wie? Oder was? Keine Ahnung. Gibt es hier eigentlich einen Weg, auf dem man überhaupt geradeaus laufen kann? Ich fühle mich ein bisschen wie Alice im Wunderland mit ihren gelben Wegen. Ja. Ich gucke gerade so, dass ich ein bisschen wieder kreuz und quer laufe, weil sonst laufe ich ja eh nur im Kreis. Das ist meine Erfahrung, wenn man hier nur geradeaus läuft, bringt das auch nichts. Gelber Weg, was rede ich eigentlich? Das war ja eher so bei der Zauberer von Oz. Aber bei Alice merke ich jetzt gerade, gibt es ja auch gelbe Wege. Aber ich meinte jetzt halt die Alice-Wege und nicht die Oz-Wege. Die Dorothy muss ja auch immer auf ihrem gelben Weg bleiben, aber hier gibt es sowas ja gar nicht. Es sind ja alles nur so helle Stellen, aber es ist doch kein richtiger Weg, oder? Nicht, dass ich wüsste. Was ist, wenn du jetzt hier immer geradeaus läufst? Kommen wir dann dahin? Nirgendwo, ne? Man denkt auch immer, man kommt raus, dann tut man das gar nicht. Das ist voll beknackt. Ich habe die Karte gerade kurz gesehen und habe gemerkt, dass ich hier auch schon lang gelaufen bin. Das ist echt ein bisschen blödi. Mach ich ihn jetzt.
Keine gelben Dinger. Dabei müssten doch voll viele kommen. Ich weiß nicht, nach wie vielen Metern. Jetzt kommt die Karte wieder. Ich muss mal nach rechts einschlagen. Hier laufe ich jetzt mal lang. So volle Kanne gegen den Baum, genau. Super, machst du das. Gegen den Baum, in einem Traum. So, kommt die Karte jetzt mal wieder? Habe ich das richtig gemacht mit dem Rechtslaufen? Ja, jetzt laufe ich voll querfeldein. Eigentlich müsste das mal so ein bisschen anders, andere Richtung sein, als wie ich gelaufen bin schon. Ich müsste doch irgendwann mal wieder auf irgendwas stoßen. Es sei denn halt wirklich, hätte beim Spielplatz bleiben müssen. Dann ist es natürlich klar. Ach, hier sind wir wieder beim Netz. Ja, das ist aber auch eine Gegend, wo wir eigentlich auch noch nicht so waren. Also Spielplatz, das Netz, das hatten wir alles noch nicht so. Da ist ja wieder der Spielplatz. Ach, wie schön, ja, der Spielplatz. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder mit einem nächsten Part von The Path. Und ich laufe mit Ruby noch ein bisschen weiter und würde sagen, dann wechseln wir demnächst auch mal eine andere Person ab. Vielleicht im nächsten Part, da entscheide ich dann wohl, wen wir als nächstes nehmen. Überlegt euch aber schon mal, wen wir dann nehmen und überhaupt, oder wen ihr als nächstes wollt. Falls ich auch eine andere nehme, weiß ich das okay, den wollt ihr als nächstes. Und ja, falls ihr irgendwie Ideen habt, was man hier gerade noch machen kann oder ob man auf dem Spielplatz noch hätte was machen können, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und überhaupt, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet, damit ich nicht alleine bin mit diesem wirklich strangen Spiel. Bis dann!